Hallo YouTube. Heute wollen wir etwas erkennen, beziehungsweise in einem Minkowski-Diagramm erkennen, und zwar, was Gleichzeitigkeit überhaupt bedeutet. Und dazu will ich einmal zeigen, was das Problem mit Gleichzeitigkeit ist. Und zwar male ich dafür ein Minkowski-Diagramm. Ortsachse. Zeitachse, ich kann ja auch meinetwegen skalieren in Sekunden bzw. Lichtsekunden. Wichtig ist die Lichtlinie, die sollte immer dabei sein. Sehen, gucken, das war jetzt nicht ganz so die winkelhalbierende. Vielleicht eher so. Ich muss das natürlich hier frei Hand zeichnen, weil ich habe kein Geodreieck dabei, zumindest nicht in Paint. Und dann ein Raumschiff. Zu dem Beispiel beim letzten Mal kann man natürlich noch sagen, dass der Dopplerfaktor 2 theoretisch nicht unbedingt zu der Geschwindigkeit 0,6c hätte passen müssen. Aber ich habe das Beispiel natürlich schon vorher etwas ausgedacht und wenn man die Formel benutzt, v gleich k Quadrat minus 1 durch k Quadrat plus 1 mal c und dort für k2 einsetzt, dann erhielt man genau das Richtige. Ich bin schon wieder ein bisschen voreilig. Nur als kurze Überlegung. K Quadrat war in diesem Falle 4. 4 minus 1 durch 4 plus 1 ist 3 Fünftel. Und unsere Geschwindigkeit Beta hatten wir auch als 0,6 angegeben. In diesem kurzen Beispiel hier passt es eher weniger, weil ich eher jetzt ein bisschen tief gezeichnet habe. Und man kann sich's trotzdem einigermaßen vorstellen. Das heißt, hier hätten wir wieder unsere 2. Und so weiter. Muss natürlich alles freihand malen, deswegen ist das nicht ganz so gut. Mit einem Lineal, beziehungsweise mit einem Geodreieck geht es meistens besser. Natürlich hier unten die Einheiten nicht vergessen. Das soll jetzt das gleiche Beispiel sein wie bei dem Video Minkowski-Diagramm, wo ich die Zeitdilatation und die Ortsdilatation eingezeichnet habe. Und was ich hier gerade gemacht habe, ich habe diese Technik genommen, wo ich den diagonalen Satz eines Drachens benutze, eines Rhombus, um genauer zu sein. Und so ungefähr auf diese Ortsskalierung komme. So. Und natürlich muss hier auch noch die Zeitachse von dem Raum, die Ortsachse von dem Raumschiff rein. Und die kann man wieder mit der gleichen Methode festlegen. Ich mache das natürlich jetzt alles gerade frei Hand. In der Klausur solltet ihr vielleicht das Ganze mit einem Lineal machen. So, das ist die Ortsachse des Raumschiffs in Lichtsekunden, das ist die Zeitachse des Raumschiffs in Sekunden. Und heute will ich einfach mal ein Ereignis aufmalen. Und das Ereignis soll einfach mal. Ich habe mir jetzt keine bestimmte Zeit ausgedacht. Das soll einfach mal zur Zeit 4 Sekunden, 2 Lichtsekunden von der Erde entfernt passieren. Das heißt, ich gehe hier schräge Ortsachse hoch bis zu 2 Sekunden. Das heißt ungefähr hier. Und dort ist das Ereignis von der Erde ausgemessen. Bisschen höher muss ich noch. Das Ereignis von der Erde ausgemessen. Ist es 4 Sekunden und 2 Sekunden weit entfernt.
Zeit, Ort. Und jetzt will ich mir einfach mal angucken, welche Zeit das ungefähr vom Raumschiff aus hat. Und jetzt habe ich absichtlich ungefähr gesagt, weil so genau habe zeichne ich nicht. Das weiß ich selber. Aber ungefähr hat es die Zeit 3. Und die Ortsentfernung ungefähr 1. Und die beiden Werte sind mir zu ungenau. Das kann ich hier offen zugeben. Aber es gibt eine Lösung. Und zwar kann man sich ausrechnen, die Längenkontraktion. Das heißt, die Länge des Raumschiffes ist gleich die Länge der Erde mal Wurzel aus 1 minus Beta Quadrat. Das ist in diesem Falle 0,8. Und das gleiche gilt für die Zeit. Die Zeit des Raumschiffes ist gleich die Zeit der Erde mal 0,8. Das ist unser Kontraktionsfaktor in diesem Falle. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann erhält man für dieses Ereignis hier erhält man hier eine Zeit 4,2, also 3,1. Und diese Zeit 3,1 könnte man sich jetzt auch berechnen, aber ich glaube, das geht ein bisschen auch über den Sinn des Videos hier hinaus. Aber was wir machen können, ist, wir können noch ein zweites Ereignis einzeichnen. Und zwar das Ereignis 4,1 von der Erde aus gesehen. Und jetzt können wir gucken, wie das denn vom Raumschiff aus gesehen ist. Welche Zeit hat das Raumschiff dafür? Wir müssen einfach wieder hier die schräge Ortsachse aufzeichnen. Das heißt, es hat die Zeit 4,5. Ganz grob. Und das ausrechnen, man könnte es ausrechnen, wenn ich in diesem Fall nicht machen. Zeit Raumschiff, ist natürlich auch ein Raumschiff hin. Zeit Raumschiff ist dann hier grob 4,5 und minus 1 ungefähr. Die Zahlen genau sollen uns jetzt nicht interessieren. Was uns aber interessiert, was uns hier ganz deutlich interessiert, ist eine andere Sache. Und zwar interessiert uns, dass wir ein Ereignis, was von der Erde aus gleichzeitig sehen. 4 Sekunden, 4 Sekunden. Das heißt, diese beiden Ereignisse sind von der Erde gle aus gleichzeitig. Das heißt, stehen hier auf der Erde und gleichzeitig explodiert hier oben irgendein Satellit. Bisschen schön ausmalen und so. Schöner Satellit explodiert hier oben. Und gleichzeitig wird hier unten Weltrekord gebrochen. Oder um dem Beispiel eher zu sein, näher zu sein, fliegt zum Beispiel gerade ein Raumschiff und schießt Lasern. Fängt gerade an mit Lasern zu schießen. Zwei Ereignisse, die von der Erde aus gleichzeitig gesehen werden. Und jetzt gibt es den im Raumschiff oder in einem anderen Raumschiff hier. Und dieses andere Raumschiff ist gerade von der Erde gestartet und fliegt gerade mit der Geschwindigkeit Beta gleich 0,6. Und jetzt passiert etwas Unglaubliches für das Raumschiff. Während auf der Erde beide Ereignisse hier gleichzeitig waren,
Hier, beide Ereignisse sind nach 4 Sekunden passiert. Ist das auf dem Raumschiff anders? Das Raumschiff sieht das eine Ereignis viel früher als das andere. Die Ereignisse sind bei dem Raumschiff zeitlich versetzt. Sie passieren nicht mehr zur gleichen Zeit. Und das ist auch wieder so eine Sache der Relativitätstheorie. Wenn wir uns im Vergleich zu einem anderen Objekt schnell bewegen, dann vergeht Zeit nicht mehr normal. Das heißt auch so Begriffe wie Gleichzeitigkeit oder so, und dass etwas gleichzeitig passiert zur selben Zeit, ist nicht mehr allgemein. Denn etwas kann für ein Objekt oder für einen Betrachter kann es gleichzeitig sein, aber es kann nicht allgemein gleichzeitig sein. Wie wir hier gerade sehen, ist das, was für das eine Objekt gleichzeitig ist, ist vielleicht für ein anderes Objekt überhaupt gar nicht mehr gleichzeitig. Hier vorne, das, was für die Erde hier beides auf dieser blauen Linie lag, liegt für das Raumschiff aus zwei verschiedenen orangenen Linien. Und das ist das Problem der Gleichzeitigkeit. Relativistisch gesehen, also für jeden einzelnen Betrachter gesehen, gibt es keine Gleichzeitigkeit. Was für den einen Betrachter gleichzeitig ist, muss nicht für den anderen Betrachter auch gleichzeitig sein. Und das war's auch schon für heute. Wir sehen uns aber hoffentlich morgen wieder. Bis dahin aber noch viel Spaß.